Guten Morgen! Es ist wieder soweit, ein Unpacking Video. Ihr habt bei dem letzten Mal gesagt, dass ihr es total schön fandet und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Einfach so ein kleiner Einblick in meinem Alltag und ja, deswegen versuche ich weiter jedes Paket aufzunehmen, was ich bekomme. Sollte mir das eine Mal oder andere nicht gelingen, dann tut es mir leid. Ich habe mich nicht weniger gefreut, nur weil ich es nicht aufgenommen habe. So, und ja, jetzt habe ich wieder ein Paket bekommen und ich mache den Absender halt immer ab, weil, ja, ihr wisst das ja, ne? Vielleicht möchte der ein oder andere nicht, dass das ja gesehen wird. So, das war schön, Regenbogenpost, alles Liebe, Vorsicht zerbrechlich, steht ganz oft drauf, Vorsicht zerbrechlich. Also, ich weiß nicht, ob sich das auf das Herz bezieht, ne? Herzen sind oft auch sehr zerbrechlich, oder ob das tatsächlich sich für das Paket bezieht. Auf jeden Fall ist das schön, ja, eine schöne Doppeldeutigkeit, Vorsicht zerbrechlich, die Herzen. So. Gut. Okay. Vorsicht zerbrechlich. Wow, erstmal ein schöner Brief. Wow. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt vorlesen möchte. Ruhe, Stille, Frieden und ich möchte einfach den jetzt hier nicht vorlesen und ist einfach wahrscheinlich zu viel. Ich werde den ganz in Ruhe jetzt selber durchlesen. Aber ja, danke. Danke für die persönlichen Zeilen. Ja, wir wissen alle, dass wenn jemand persönlich was schreibt, so handschriftlich und wenn es nur ein Wort ist, dass es eine ganz besondere Energie und eine besondere Qualität hat. Und ja, ich werde das dann durchlesen. Ja, und vielen Dank. So, und dann ist auch noch etwas anderes drin enthalten. Kokos, Chia, Zitrone, ein Riegel vom Veganer Süßes. Das ist schön. Oh, das ist wahrscheinlich das Zerbrechliche. Duft für dich. Oh. Duftöl. Pfefferminze und Orange. Das sind die beiden, die ich mir aber erst gekauft habe. Das sind die beiden Düfte, ich habe das ja glaube ich im Video gesagt, oder? Pfefferminze und Orange, das sind die beiden, die ich mir gekauft habe. Exakt die beiden und mit denen bin ich auch wirklich zufrieden. Ich kann euch die aber unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Das sind Orangen. Orangensterne aus Orangenschale. Wenn sie bio ist, kann ich sie mit sogar in Tee tun. Ist da noch was drin? Oh, da ist sogar noch was drin. Boah, Pinie. Okay, ich muss gleich mal riechen, weil den hatte ich noch nicht und ich liebe den Geruch von Pinie. Sehr geil, boah, echt mega. Also eigentlich, naja, egal, ich brauche es jedes Mal zu wiederholen. Aber vielen Dank, vielen Dank, kann ich nicht sagen. Übrigens, diese Öle hier von Nessence, die haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind trotzdem wirklich 100% essentielle Öle, das heißt, ist halt nichts beigemischt, zumindest so wie ich das erfahren habe. Davon habe ich mir jetzt auch einige gekauft, weil die Baldini hier, die zwar bio sind und auch 100% sind, ja, sehr sehr teuer. Wobei so 50 ml Pinie auch nicht billig sein werden. Also von daher, ja, vielen Dank. So, und dann schöner Schal und was noch? Dings, boah, total schöner Stoff. Das? Weiß nicht, was das ist, das steht noch nicht drauf. Interessant. Made with love. Das ist bestimmt Kombucha, oder? Das ist bestimmt Kombucha. Sieht zumindest innen so aus. Ah. Schön. Was ist das? Ist das was Süßes? Das steht nicht drauf, ist nur eine Erklärung oder so?
noch was? Och Mensch, das ist alles so. Ich kann das mit. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, was Dankbarkeit angeht. Mittlerweile kann ich ein Danke annehmen, auch so einen Energieausgleich von, der wirklich hier echt, ja, also sehr, sehr intensiv ist. Ja. Trotzdem, in mir ist halt auch immer so ein Gefühl von, habe ich das wirklich verdient? Das hat aber nicht mit mangelnder Selbstliebe zu tun oder so. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, aber es ist halt. Ihr kriegt das jetzt vielleicht jetzt nicht aus der Entfernung vielleicht mit. Da ist jetzt nichts dazu geschrieben. Gar nichts dazu geschrieben, was das ist und wofür es ist. Aber ich spüre durch die, wie es eingepackt ist und ja, durch die Energie, was hier ist, dass das was Besonderes ist. Und sie muss da nichts zu schreiben, es ist einfach was Besonderes und es hat einen gewissen Wert. Danke. Das sieht übrigens ein bisschen aus wie so ein versteinerter Pilz. Ja, ich weiß immer nicht, was das ist hier. Und es sind auch Riegel drin. Kakao Maka. Riegel kann nicht schlecht sein. Ja, vielleicht ist hier noch eine Erklärung oder so drin. Oder einfach nur. Ah, das ist so ein selbstgemachtes Teelicht. Das, also nicht das Teelicht selbst gemacht, sondern der Beutel. Das ist eine wunderbare Sache, wie man den. Sag schon. So Beutel, wo man sinnvoll was machen kann, recyceln kann. Man beklebt das einfach und macht Löcher rein, so ein Stanze und ein Teelicht rein und dann ja, hat man so eine Kerze und ein Stimmungslicht. Dankeschön. Ja, und dann, nicht last but not least, also das Tuch, ich finde das fest sich total schön an. Was das ist, weiß ich immer noch nicht, aber da kann ich ja die betreffende Person auch fragen, weil ich weiß natürlich, wer es mir geschickt hat. Und das Tuch. Also, ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr persönliches Geschenk. Und das ist ein Geschenk, das ist immer persönlich, wenn jemand mir was schickt und jemand in irgendeiner Weise ja, eine Art Energieausgleich sendet oder hat auch immer mit Liebe zu tun, aber hier spüre ich, und das ist ein Schal, der ja nicht riecht wie gerade frisch gewaschen, sondern ein Schal, der einfach der noch nach dem Menschen riecht und der angenehm. Viele Dinge gleich so, wieso hat der den nicht gewaschen oder so. Nein, der riecht sehr, sehr angenehm. Auch ein bisschen Räucherstäbchen sind da noch drin oder so. Es ist echt. Das ist ein sehr, sehr persönliches Geschenk und ich spüre die Liebe und bin fast gar keine Worte, also vielen Dank und ja, danke. Wow. Guten Morgen.
heute wieder mal ein Paket bekommen und wie immer mache ich den Namen vorher ab. Das heißt, ihr könnt sicher sein, dass das keiner sieht und ja, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du etwas davon gebrauchen. Ach Mensch. Ach Mann, es ist halt immer so krass, es ist so krass. So. Veganes Buch. Wie gesagt, ich bin ja eher so jetzt auf der Rohkostschiene, aber so ein Buch, das ist halt auch total toll, wenn jemand sich gerade für vegane Ernährung anfängt zu interessieren oder sowas. Und es kommt immer mal jemand in meine Wohnung vom Rohkostpotluck, der noch nicht mal vegan ist oder sowas. Und dem würde ich das dann einfach so weiter als Inspiration schenken. Und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Dass mit so einem Buch an sich könnte ich wahrscheinlich jetzt tatsächlich wirklich nichts anfangen. Mit den anderen Sachen kann ich jetzt schon sagen, kann ich alles mit anfangen, aber mit so einem Buch. Ihr nicht. Ich schaue sicherlich mal rein, mal gucken, eine Inspiration oder sowas. Aber das ist vor allem total gut für Menschen, die inspiriert werden wollen, denen ich dann einfach das Buch in die Hand drücken kann und sagen, hey, guck mal, das ist eine Inspiration. Vegan muss ja erstens nicht teuer sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Buch auch da, ja, zumindest scheinen es ja keine großen extravaganten Sachen zu sein. Aber es gibt auf jeden Fall total Genuss ohne Ende bei Veganen. Von daher ist es ganz gut. Salatvariation. Sehr geil. Das ist schon eher mal so eine Inspiration auch für mich. Sehr schön. Oh, sag mal. Pflanzliche Heilmittel, Ratgeber Gesundheit. Das ist auf jeden Fall was ich mir durchlesen werde. Das ist richtig gut. Vegane Lebensmittel, der Nährwertkompass für eine gesunde Ernährung. Aha. Eisen, Kalzium, Magnesium, A, B, C. Das sind nicht alle Mineralstoffe enthalten, bloß die problematischen für vegane Ernährung. Okay, wichtige E-Nummern für Veganer. Das sieht gar nicht so schlecht aus, das kleine Büchlein hier. Also das erstmal auch mal angeben. Vegan kochen. Naja gut, wie gesagt, kochen, das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Buch, was ich jemandem in der Hand drücken kann, der sich dann total drüber freut, weil er jetzt anfängt mit vegan. Also, trotzdem herzlichen Dank, das wird alles sinnvoll verwendet. Wieder die drei hier. Die werde ich mir noch richtig zu Gemüte führen. Bei den anderen werde ich mal reinlegen wegen Inspiration oder weiter verschenken. Und ja, und sowas hier, ja, da kann ich eigentlich schon sagen, ja, das werde ich definitiv gebrauchen gehen. Gehen wir durch. Leinsamen ist natürlich unersetzlich. Also Leinsaat ist für mich persönlich unersetzlich, selbst wenn Hanfsamen auch viel Omega-3-Fettsäuren haben. Das ist aber, ja, das die absolute Basis für Veganer, wenn es um Omega-3-Fettsäuren geht, deswegen, ja, unerlässlich. Klärender Tee. Bio-Tee aus Anis, Fenchel und Kardamom. Sehr schön. Mittlerweile bin ich, also ich trinke mittlerweile Tee, aber mittlerweile bin ich wirklich weg vom Schwarz- und Grüntee und eher so auf Kräutertee und Früchtetee, weil das die Zähne eben nicht verfärbt. Und ja, ich trinke trotzdem auch Grüntee und schwarzen Tee, bloß lieber trinke ich solche Gewürzmischungen. Datteln immer gern genommen. Couscous, das ist das, wenn Gäste kommen oder sowas und schnell was Gekochtes haben wollen, dann habe ich auch sowas im Haus und dann brauche ich das auch. So, vorgekochte rote Beete. Ja, esse ich auch. Ich präferiere roh, aber esse ich auch und ich werde es auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall auch essen. Also ich bin da nicht so, dass ich da sage, boah, alles gekocht, jetzt esse ich es nicht. Käse, das ist, werde ich absolut sehr, sehr gerne verwerten. So, Backferment und Roggensauerteigextrakt. Okay. Weiß ich nicht genau, ob ich es benutze. Aber
Wenn, dann kommt es sowieso in liebevolle Hände. Ich habe mir sehr viele vegane Freunde, die nicht rohköstlich unterwegs sind, die werden sich da sehr drüber freuen. So, Dinkel-Sauerteig-Extrakt. Oder vielleicht probiere ich mal wieder was. Ich habe ja schon noch Mehl da. Und vielleicht backe ich einfach mal ein Brot. Probieren, mal schauen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Agar-Agar, pflanzliches Geliermittel. Könnte sein, dass ich es brauche. Bisher habe ich es nicht gebraucht. Sag mal hier. Basisbrei, Ballaststoffquelle. Das klingt gut. Das klingt nach viel Getreide. Hafer-Vollkornflocken, Mandeln, Haferkleie, Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Amaranth. Das ist auf jeden Fall was, was ich verwerten werde. Sehr schön. Gelierzucker. Ja, Zucker. Ne? Also zum Süßen. Also wird auf jeden Fall verwertet. So. Kokoschips wird mit hohem Genuss verwertet. Sehr geil, vielen Dank. Boah, Cashewkerne und Bio. Ja, echt mega. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also das, also weiß ich echt zu schätzen. Also ich weiß ja, was das kostet hier. Das ist, boah, ich glaube so 4,75 oder sowas. Lass mich lügen, aber das ist echt. Vielen, vielen Dank. Schokotropfen zartbitter, auch das wird verwertet. Ich bin zwar nicht der ganz große Schokoladenfan, aber es sind ja nur Tropfen. So, frischer Haferbrei, auch hier wieder Haferflocken, Trockenfrüchte, Datteln, Aprikosen, Apfel, Zimt, Reismehl, alles coole Sachen für den Haferbrei. Wunderbar, wird verwertet. Sonnenblumenkerne auf jeden Fall und Amaranth gepufft. Das tue ich einfach mit ins Müsli rein. Also, ja, ich sag mal, bis auf die drei Sachen hier, mit dem Backen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, und die zwei Bücher, die ich persönlich, das drei werde ich wahrscheinlich nicht für mich persönlich nutzen, aber ich hoffe, das ist für dich vollkommen in Ordnung, wenn ich das jemanden schenke, der sich darüber freut. Alles andere kann ich verwerten und ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Frau. Ich hoffe, das darf ich sagen. Alles klar, na dann, macht's gut. So, ich habe wieder ein Paket bekommen und ja, Namen machst du mir lieber weg. Genau. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich wirklich die Pakete alle aufnehme, die ich bekomme. Einfach, ja, weil derjenige sich oder diejenige sich dann vielleicht freut, was, ja, die dann halt sozusagen, ob es mich freut oder ob es mich nicht freut. Aber ich vermute mal. Oh, lieber Christian, ich möchte mich mal bedanken für deine Inspiration. Ich schaue deine Videos schon eine Weile und finde sie meistens großartig. Ich mag die Art, wie du an die Sachen rangehst. Deine Art zu leben und zu denken. Danke. Leider finde ich die Möhrenchips extrem unlecker. Vielleicht schmecken sie dir. Herzlichen Grüße. Okay. Die Möhrenchips finde ich extrem unlecker. Das sind Möhrenchips. Zusammensetzung, Möhren getrocknet, Zierfutter und ja, also ich habe ja andere Möhrenchips bestellt und da werde ich natürlich gleich mal schauen, wie diese Möhrenchips schmecken, da kann ich nämlich euch gleich ein Feedback geben, ob diese Möhrenchips irgendwie nicht so lecker sind oder doch. Also diese Möhrenchips schmecken sehr gut. Aber die sind sehr, sehr hart. Also die anderen Möhrenchips, die sind ein bisschen zäher, so wie früher Beef Jerky. Und die sind tatsächlich wie Chips, die von Nösenberger.de. Aber geschmacklich sind halt Möhren. Und ja, das tut mir natürlich leid, Mel, wahrscheinlich Melanie, dass die dir nicht schmecken. Weil wahrscheinlich hast du auch deshalb gekauft, weil du mein Video gesehen hast. Aber naja, so ist es halt. Und auf jeden Fall hast du es probiert. Und ich freue mich über Möhrenchips. So muss man es machen. Vielen Dank, Melanie. Alles Liebe und das war's.